Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mafia 3. Herzlich willkommen heißt euch euer Trendsack bei Trend17TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ganz lieben Dank auch nochmal für eure Comments, für eure Statements hier, für eure Daumen, fürs Daumen drücken. Ganz lieben Dank dafür, dass ihr das Projekt so schön unterstützt. Wir sollten losfahren. Heute geht's weiter. Und ich hoffe, dass ich dieses Auto hier in Gang kriege. Na? Der Padre scheint hey, läuft. Begeistert von dem Plan zu sein. So, fahre zu Sammys Bar. Wir müssen heute... Ich will nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich da genau. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich hier gedreht habe. Und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meinte, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig ist anders zu tun. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen? Vielleicht. Wow. Scheiß auf sie, oder? Wo war ich gerade? Oh, wir müssen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Yeah, wir werden die Stadt übernehmen hier. Scheiß auf ihn. Wenn genau. Ich bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Wir übernehmen das Barrio. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du alles easy. Recht. Voll den Kopfschuss gekriegt, alles easy. Was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. So, ja, also nochmal ganz herzlich willkommen bei Mafia 3. Die beiden haben auch endlich ausgeredet. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, da ist Polizei gerade. Die haben uns ein bisschen auf den Kicker. Wir sind jetzt auch gleich da, wie es aussieht. Also wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für eure Unterstützung bei diesem Projekt. Richtig super, schön weitermachen so. Wow. So, gehen wir nochmal eben durch hier. Oh, Cabrio. Ja, hier ist natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Klima als jetzt bei uns gerade in Deutschland. Soll ich dich da nicht ist auch das. Mitnehmen? Nein, Mann, alles gut. Abgehalfterte. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Was auch für eine coole Farbe, ne? Das Auto hat Orange. Richtig schön 70er-Style. So, wir schauen mal, was hier abgeht. Wir schauen mal, was hier jetzt abgeht. Willkommen daheim, mein Junge. Seine Karre ist der Hammer. Ich will dich, Herr Chef im Hollow. Was zum Geier? Was für eine Sauerei, mein lieber Schwan. Da ist richtig was in die Hose gegangen, würde ich sagen. Ja.
Willkommen daheim, mein Junge. Okay, wer soll sich jetzt alles die Hunde voll? Seine Karre ist der Hammer. Ich bin dich, Herr Chef im Hollow. Was zum Geier? So, wir sind zurück. Messer haben wir erhalten. Das ist schon mal sehr cool. Und eine Trophäe auch gleich. So, hier haben wir jetzt unser... Draußen im Kampf wird das... Mein Gott, ist das klein geschrieben hier. Benutze den Safe in Sammys Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in deiner Brieftasche gesammelt hast. Ja, das ist mir auch klar. Bis jetzt haben wir ja noch nichts, aber das ist schon mal ein guter Hinweis für den Fall, dass kann man da neue Outfits verfügbar. Ja, neues Outfit ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Seine olle komische Jacke hier, das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das ist auch nicht... Eine Lederjacke ist eigentlich ganz cool. Das ist ein Outfit. Das mit der Lederjacke finde ich cool. Das machen wir mal. Yeah, das sieht doch cool aus. Und mit Sonnenbrille. Wie geil ist das denn? Astrein. Der sieht ja richtig cool aus und die Matte ist ab und er ist rasiert. So ist das cool. Jawohl, so will ich das sehen. So, wir haben hier, glaube ich, soweit alles erledigt. Oder habe ich hier noch irgendwas vergessen? Da ist nichts mehr. Nee, ich meine, wir müssen jetzt wieder hoch. Das sieht doch mal richtig nice aus. Unser neues Outfit. Richtig cool. Neues Auto haben wir auch hier. So. Besprich mit Donovan mögliche Verbündete. Machen wir. So, du musst noch mal eben warten hier. Oh, das ist ja schon gleich um die Ecke. Sehr schön. Packen wir hier mal. Schön vorschriftsmäßig. Wow, sieht das cool aus mit schwarzer Lederjacke. Astrein. Hey, eine richtige Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und während du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Sal das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee.
Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lass nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Bucker ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe? Tut mir leid, ich hab nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin hab ich was fertig, was dich interessieren wird. Ja, sein Outfit hat er wohl im Raum noch nicht gewechselt. Wir haben das Outfit wohl nur hier. So, warte auf die Haitianer, der Weg allen Fleisches. So, diesen Story-Auftrag fangen wir dann beim nächsten Mal an. Wir machen hier einen hübschen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Bleibt weiter dran. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und vielen Dank. Ciao.